Willkommen zu einer neuen Folge, zu der vierten Folge, um genau zu sein. Wir sind in der Winterpause momentan. Haben zwei Verletzte, ja gut, drei. Er wird hier zurückkommen, der Selke. Schauen wir mal kurz noch auf die Tabelle. Wir sind 12. Es wird auf jeden Fall dieses Jahr eng. So oder so. Aber die Tendenz geht ein bisschen nach oben. Ja, die letzten Spiele relativ gut bestritten. Die Jungs sind auch langsam ein bisschen in Form. Und wir sind jetzt im Trainingslager. Spanien. Ja, einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Und die Reserve. Ja, da sind wir Erster. A-Jugend. Stehen wir auch kurz vorm Abstieg. B-Jugend geht einigermaßen. Bei den Gehältern sind wir ein bisschen im Minus, sehe ich gerade. Schlechte ist halt, dass der Theodor, ja, dem sein Vertrag läuft aus und dem Devi Selke seiner auch. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, auch ein bisschen was verkaufen. Dass wir da vielleicht mal ein, zwei Millionchen bekommen, dass wir auf jeden Fall den Theodor noch mal verlängern und vielleicht auch hier den Nick Woltemade. Dass die Mannschaft einfach ein bisschen zusammenbleibt. Ja. Ein Jährchen würde ich dem Selassie auf jeden Fall noch geben. Dann könnte man auch hier den Agu wirklich als Stammkraft auch nehmen. Und vielleicht dann auch mal den Idel mit reinschmeißen. Wobei man hier mit dem Augustinsson schon auch eine solide Kraft hat. Kann ich da jetzt mal dran. Hört man ganz gut. Ja. Wir können ja mal gucken. Okay. Also die geben uns mal nichts. Momentan. Bauen können wir auch nichts mehr. Auch keine Kohlen da. Ist ja fast wie in Wirklichkeit. Sponsoring.
zwei freie Banken, das reißt jetzt auch nicht wirklich raus. Ja. Zweite Mannschaft. Da irgendjemand hochziehen. Also mit 2,5 Sternen Bundesliga. Echt schwer. Spielen lassen. Wenn der Bäcker hier mehr Talent hätte. Hochziehen, aber irgendwie. Also unter 65 braucht man dann nicht wirklich ein Hochziehen, ne? Da hätten wir genügend Pfeifen. Ja. Da müssen wir mal schauen, wie so die nächsten Spiele laufen. Könnte man eigentlich noch ziemlich gerade hier auch noch ein Testspielchen machen. Wenn man da ist. Oh, die Hertha. Zweimal hintereinander gegen die Hertha ist auch cool. Da. Schade, schade. Was da noch? Na, was ist jetzt? Na ja, gut, dann testen wir hier halt mal nochmal gegen die Hertha, oder? Würde ich sagen. Was willst du machen?
Ist auch gut trainiert. Ohne Käufer, den müssen wir auf jeden Fall verkaufen. Es ist lauter. Will irgendwie keiner. Ideen für den Eros, das haben wir schon im Angebot. Hier mal ein kleines bisschen runter. Bundesligist. Oh nein, die wollen wir nicht. Oh. Okay, Kaiserslautern. Scheint doch interessiert zu sein. Auch wieder verkaufen. Das war ein Fehleinkauf meinerseits. Ich habe gar keinen Marktwert. Den haben wir uns echt teuer gekauft, ne? Aber der muss einfach weg. Zweite Liga. Vielleicht will ich ihn in St. Pauli haben. Ja, dann machen wir mal weiter hier, ne? So. Ja.
Nein, die kann man nicht binden, ne? Würde ich schon gern noch den Selken mitnehmen. Bomb. Ja. Dann starten wir ins Game. So, vielleicht den Richards nehmen. Ist gut in Form. Dann kriegen wir gleich mal eins. Gibt es doch hier nicht. Wenig 2-2. Ach, da ist natürlich die ganze Form wieder am Sack, ne? So schlecht gespielt. Da ich was. Den können wir uns leider nicht leisten.
So. Kurz mal was schauen. Sieht ein bisschen mau aus. Das können wir da nicht machen. Deswegen. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Auf jeden Fall. Okay, der ist schon mal weg. Ja, der hat leider nicht gepasst. Leider nicht gepasst. Da noch mal fragen. Das ist mir jetzt. Ach komm. Ja. Das muss halt anders machen, ne? So 1,6 will ich schon gerne haben.
Vielleicht könnten wir den später noch mal wieder zurückkaufen. Die Frage ist, ob wir uns da jetzt nicht ein bisschen mehr vertun. Saisonende. Weiter. Schlecht, ne? Die Davi, 65 nur. Das könnte man vielleicht mit ungern. Dem könnte man doch ein Angebot mal machen. Okay, Bock auf uns. Schauen wir mal kurz in die zweite Liga. Timo Hübers 24. Wahrscheinlich können wir die uns gar nicht kommen. Wahrscheinlich. Auch interessant. Wenn
ist ja da. Als Selkie-Ersatz vielleicht. Mit dem probieren wir es einfach auch. Die kommen sowieso alle nicht. Also sind wir jetzt mal gespannt. Jetzt kommen wir hier. Na, was ist jetzt? Es gibt auch fünf vielleicht. Ach, komm. Scheibenkleister, sage ich dazu. Die hätte man gut gebrauchen können. Ja. Da auch nichts gehen. Ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Wieso kann ich denn mein Budget nicht ändern?
Ja. Rückrunde beginnt. Und jetzt geht's um was? Rote Karte, Toprak. Eckestein gelb. Na, leid. Ja, dieser Toprak. Schaut echt scheiße aus. Alles klar, dass wir jetzt hier auf den Sack kriegen. So schlecht spielen, sondern fünf Spiele. Junge, was hat der geraucht? Weg mit dem Hans. Da wollen die Finale nicht.
Mann, 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 will halt keiner. Chuck. Ich noch mal wo anbieten. Vereinslos gucken. Keiner. Ist ja logisch. Moin. Gut, da passt halt auch nichts. Da hätten wir auch schon ein bisschen eine Erfahrung brauchen. Wer ist denn mit dem Hintergrund?
können wir uns mal ins Auge fassen, ne? Ja. Wunderbar. Das Fernmarkt schließt gleich. Sind wir verstanden? Den da wahrscheinlich. Richtig Streit. Richtig Streit. Ja, läuft auf jeden Fall. Jetzt verkacken wir wahrscheinlich auch noch gegen Schalke. Schlecht alle. Da nur spielen, spielen, spielen. Das macht mal ein paar Buden, hey. Ja gut, Selassie auch gesperrt, nächstes Spiel. Was ich spiele hier? Das gibt's nicht. Machten der Co-Trainer, hey. Wechsel ist so bescheuert. Wenigstens das 1-1 jetzt. Ach komm, ihr seid ja sowas von scheiße.
Warum kann ich mein Budget nicht ändern? Ja, das war's. So, mein Innenverteidiger gibt's nicht. Da haben wir uns verkackt. Der nächste angepriesen. Salü, sag ich da. Läuft auf jeden Fall. Auch gesperrt. Ja. Ist zu in dem Fall. Alles verkaufen. Gut, zum Geburtstag, sag ich doch mal, ne? Überall das raus. Der ein bisschen Raum hat hier. So, mit dem Ball schon gelabert. Oh ja. Echt schade. Das Budget nicht ändern kann, ne?
Selke, enttäusch mich jetzt nicht. Das ist echt der Wahnsinn. Spielen die alle so ein Dreck? Sehr schön. Das Handy eigentlich nicht genau. Das waren nämlich ganz wichtige drei Punkte. Ich glaube, wir werden absteigen. Kann ich nochmal so eine Serie starten? Scheiße. Kannst du keinen verpflichten, hey. Es wird nichts.
Was? Ach. Ja, da haben wir jetzt echt ein Problem. Will denn das? Er ist so schlecht. Da geht nichts. Nee, da gibt es gar nichts. Ich könnte wetten, ja, dass wenn der Transfermarkt vorbei ist, dass ich dann mein Budget ändere. Wird noch gleich sehen. Diese freie Spiele bringt mir auch nichts. Jo, machen immer Geld. Hellcat.
Endlich, Alter. Da flutscht mal der Hase. Knoten geplatzt. Und katapultiert mich direkt von 15 auf 11. Ganz, ganz arg wichtig. Also ich glaube, das waren die wichtigsten drei Punkte überhaupt. So. Nein, ich weiß nicht. Ich kann nicht kaufen. Wird nicht klappen, wird nicht klappen. So ein Quatsch, Alter. Kann ich doch da wunderbar ausgleichen, Mann. Das ist so scheiße. Nimm das doch an, Mann. Scheiß Dreck da. Änderungen. Boah, warum ist das so heiß? Was sind die Nahen hier? Und? Das war doch was.
Fleisch auch nicht gut in Form. Ja, Spieler. Ja, was muss ich machen? So, jetzt ist die gute Bock gleich wieder am Arsch. Oh, Götze zu Hoffenheim. Naja. Jetzt wieder eine richtig schöne Packung bekommen. Ich will mein Budget ändern. Hallo. Ja, da gehen mir einige Spiele jetzt durch die Lappen.
So, weiter im Text. Armin Straudi fällt aus Viruserkrankung. Was das wohl sein wird? Sind die jetzt so am Sack? Nicht weiterkommen, also. Oi. Unglaublich, unglaublich. Da schlägst du Bayern München im DFB-Pokal. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich glaub es ja nicht. Oh, gut, mal ein Heimspiel, aber natürlich bestimmt Leipzig war. Es war sowas von klar. Zusätzliches Budget, ja. Und dann kriegst du nur einen so einen scheiß Punkt, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Wahnsinn.
Der Wahnsinn. Schlägt die Mannschaft wirklich hier den FC Bayern? Das ist gut. Echt sprachlos. Oder am Sack. Leistung bestätigt. Points. Lang nicht aus dem Schneider hier. Oh, sehe ich gerade hier doch und. Punkte.
gerade anschauen. Für ein Spiel gesperrt. Dann sitze ich wieder. Ja, leider. Den können wir schon mal vergessen. So, 4,8.
Das verstehe ich nicht, warum man da so rumpust. Und was ist jetzt daran falsch an dem? Tausend. Was ist mit dem? Komm, er verdient ja gar nichts. So knickerdisch. Alter Schwede. Oh, dann hat er Armer hier.
Ja. Und durch. So. Ja, kann ich mir jetzt alle hier aufzählen oder was? Eben noch gesund. Der ist echt brutal mit dem Schädel. Zwei Einsätze noch. So. Vielleicht geht ja noch was.
Nee. Jetzt ein Blick auf die Tabelle. So. Mainz gewinnt, klar. 5 Punkte auch gegen Bayern. Was geht mit Dortmund ab? 8:0. Was ist da bitte los? Holland 85, Sancho 86. Brandt 7, Alter. Mit dem falsch. Buhnen. Die Vertragsverlängerung sind mal alle durch. Ist wieder alles hier erkrankt.
Bin ich trotzdem sauer, was geht? Also 65 hat er nur. Kommt man wieder die erste Mannschaft, würde ich mal sagen. Nee. Das ist im Normalfall hier wirklich den Sergeant, den Füllkrug. Der darf wieder zu Hause. Spiel Bayern München gegen Dortmund. 10 Punkte schon Unterschied. Hier müssen wir uns auf Köln konzentrieren. Ja, das ist halt in diesem Spiel immer viel reden mit den Spielern. Okay.
Das sind wir dabei. Das ist prima. Nächsten Dreier. Okay, wir haben 30 Points. Aber es sind immer noch 10 Spieltage. Und es ist verdammt knapp da unten. Also zu den europäischen Plätzen fehlen noch 10 Punkte. Die werden wir auch nicht einfahren, denke ich mal. Ist immer einfach zu schlecht. Aber Union Berlin, so der Relegationsplatz. Der hängt uns schon noch ziemlich am Arsch, würde ich mal sagen. Was sind 6 Punkte? Ist nichts, nichts ist es. Oh, und Dortmund hat gewonnen. 2 zu 1. Ich denke auch mal, dass die den Meister dieses Jahr hier holen. Und ich hoffe, dass wir nicht absteigen werden. So, da kommt jetzt wieder Bayern München. Die werden uns jetzt wahrscheinlich abschießen. Nord-Süd-Gipfel. Einmal quer durch Deutschland, bitte. Dritte Minute, Spiel schon gelaufen. Schade. Thank you.
Hier und der war noch. Ja, okay, aber 2 zu 0. Verloren ist verloren, aber das Torverhältnis, ne? Union, die lassen nicht locker. Dreimal gewonnen jetzt. Hat er noch nichts. Ja, kommt immer jemand Neues. Zwei schwere Spiele. Keine einfachen Aufgaben. Einfach die Stammformation hier. Bittencourt. Dann außer Form. Kann ich auch Stammspieler an? Pausieren. Hier ein bisschen ein paar Spiele jetzt machen. Auch vergessen. Auch vergessen. Auch vergessen.
probieren. Status weniger als Ronja. Bloody. Das 24. Was er da findet. Aha. Oha. Warum? So unattraktiv, mein Verein. Auch noch runter.
würde ja mehr zahlen, aber du willst ja nicht. Ja, wir halt schon brutal. Gucken, vielleicht können wir uns den Freiburg wegschaffen. Das war nett. Einige. Einfach mal probieren. Wie willst du sonst zu Spielern kommen, ne? Ich komme Spieler. Wolfsburg-Spiel. Ach, der Riedle Baku. Auf geht's, Jungs. Wenn man den da hinsetzt. Schon. Oh, doppelter Feldkrug. Schade, 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 schade. Ich bin der 88. echt noch das Ding.
damit steckt man schon wieder richtig unten drin. So, jetzt kommt Leipzig. Ich hab da was gesehen. Dann müssen wir doch gleich mal nachgucken. Okay. Einundzwanzig Spielmacher, nervenstark und professionell. Das war ein kleiner Putzi, aber ich glaube, der passt da ganz gut dann rein. Jeden Fall entwicklungsfähig. Auch gut. So, wie gesagt, 3,5 Sterne. Sollte so ein Bundesligaspieler natürlich schon haben. 3 Sterne ist auch gerade noch in Ordnung, aber naja, ihr wisst selber, ne? Okay. Das schauen wir ganz gut. Und dann wieder natürlich auch hier wirklich als Innenverteidiger mal ein bisschen ausbilden. Trainingsziele. Mit Zweikampf. Dann setzen wir uns einfach wieder hin. Die Nummer 1. Hier den doppelten Füllkrug. Ja. Sonne haben. Mal ein 0:0 zur Pause. Später Filko wieder wie so ein Rotz.
between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Nein, nein, nein. Eggestein. Was für ein Pokal? Aber ja. War davor eigentlich schon klar. Können wir froh sein, dass wir es zumindest im Elfmeterschießen verpackt haben. Und erstens mal bis dahin auch gekommen sind, ne? Das war ja auch erstmal wieder Leipzig. Ja, dass er jetzt auch wieder verletzt ist. Dann kommt halt der Moonlight Diamond. So. Ich verstehe mich nicht. So, gegen Stuttgart. To go.
Und schon doppelter Füllkrug. Dann war das 1-0, aber 3 Points. Three point goes to Bird Brain. Das wird echt sowas von knapp noch. Aber sowas von knapp. Die Meisterschaft ist definitiv erledigt. Aber da unten. Das ist ja echt der Wahnsinn. Schaffen es auch nicht wirklich wegzukommen, ne? Also direkt absteigen wird man nicht. Zwei, drei Spielchen müsste man auf jeden Fall noch gewinnen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Jung, talentiert. Wird zwar wahrscheinlich keine 70er Stärke haben, aber der wird kommen. Barcelona ein gutes Talent eigentlich weggeschnappt. Aber kostet mich dann auch einiges. Diese, okay. Ja. Darum wirst du auch nicht gekauft. Schulterbruch. Die Leihe, die hat sich ja richtig gelohnt. Fällt er auch aus. Schauen wir noch kurz auf den Transfermarkt.
Danny Welbeck. Sind auch verletzungsanfällig wie Sau. Nein, den. Probieren. War schon 28. Kostet halt schon ein bisschen was, ne? Innenverteidigung. Ja, wer noch? Ich werde mir noch. Sonst die Redi wäre natürlich toll, ja, aber den kriegst halt nicht.
Lions Club Alliance Board Game. Oh. Ich hab das. Ich auch Killer, aber das nicht leisten können. Das war's. So, jetzt machen wir noch ein Spiel. Okay, der kommt auf. Jesse Winter kommt auf. Okay. Die sind jetzt nicht sonderlich stark. Aber wenn die ein bisschen spielen, kommen die schon nochmal zurück, würde ich sagen. Können wir auch, glaube ich, noch ein paar Go finden. Alle. Gut, der Blockmann, der wäre noch interessant. Und ganz klar, der Egistein Johannes. Aber sonst. Super für die allen neuen Vereine. Okay. Jetzt mal schauen, was wir jetzt alles nächstes Jahr noch zusätzlich bekommen. Linke Verteidiger, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld und einen guten jungen Stürmer. Da würde ich noch mal sagen, wenn wir mal nächstes Jahr einigermaßen gut aufgestellt. Können dann natürlich auch, müssen auch ein bisschen umbauen, die Mannschaft. Vielleicht verkaufen auch den Darida wieder oder
schauen wir mal. Also, der Hofmann, der war echt ein super Transfer, muss ich sagen. Eigentlich schon immer gute Leistung gebracht. Gut, 4 Tore. Okay, nur 3 bei mir. Und wahrscheinlich hier noch im Pokal. Hat zwar jetzt auch seinen Marktwert ein bisschen verloren. Aber ist eigentlich schon ganz gut in die Mannschaft mit rein. Der Riedel Baku. Das Grinsen. Auch echt ein super Spiel. Also, da hat Wolfsburg echt ein Schnäppchen damals gemacht. Wie sieht es denn bei den Mina aus? Okay, erstmal auf 60 wieder oben. Dominik Becker schon wieder gesperrt. Mehr Kohle verdient. Die Verträge schauen. Zweite Mannschaft. Will der jetzt auch hier verlängern? Nicht. Da bin ich nicht. Na gut. Dann aus der Jugend. Mischt. Dann kann man noch für die zweite Mannschaft belichten. Nächste Saison, zweite Mannschaft. So. Das ist auch die zweite Mannschaft. Ersatztorhüter.
auch verpflichten. Rest ist Schmutz. Ja. Nicht mehr ausbauen. Was haben wir denn? 1,4. Bauen wir halt das Wellnesszentrum. Was ist denn eigentlich? Ja, der Müller war echt gut. So. Den muss man echt loben. Das wird auch nächstes Jahr meine Stamm. Innenverteidigung sein. Velkovic und der Müll. Gutes Alter. Aber einen bräuchte ich dann schon mal. Wobei. Ich hätte mir ja noch den etwas älteren hier. Und den Friedel. Ach, das wird sich zeigen. Vielleicht sind wir auch nächstes Jahr gar kein Trainer mehr. Wer weiß das schon. Niklas, der darf spielen. Kurt wieder gut in Form. Er spielen. Mühlwald kommt auch langsam wieder. Erste Minute. Erste Minute. Hm.
zerstören meine komplette Mannschaft, Mann. Nein, doch Pavlenka, Mann. Da kurz vor knapp. So ein Pünktchen wäre schon gut gewesen gegen Leipzig. So bleibt es wenigstens spannend. So. Außenriss 5 Wochen voll. Nagelbettentzündung. Ja, wenigstens kommt der Augustinsen zurück. Den setzen wir gleich mal wieder ein. Er hat sich ein bisschen gemacht hier, würde ich mal sagen. Den nehmen wir jetzt einfach hier mal mit dem Dampf. Jetzt bleibt uns alles übrig. Hier. Setzen wir noch mal den Selke mit rein. Und dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Nochmal ein kurzer Blick auf die Tabelle. 28 Spiele sind jetzt durch. 33 Punkte haben wir gesammelt.
Und wir sehen, dass Jadon Sancho und Erling Haaland einfach Maschinen sind. Die bomben ja alles weg. Wäre schön, wenn ich die auch mal bei mir im Verein hätte. Aber dafür das nötige Kleingeld, ne? Und ja, im Pokal sind wir leider auch ausgeschieden. Da denke ich mal, dass entweder Leipzig oder Wolfsburg das Ding dieses Jahr holen wird. Ja, vielleicht auch auf Leverkusen. Ja, die sind auch immer. Ja, wobei, eigentlich Vizekusen, ne? Ja. Reserve. Zweite Mannschaft. Wird man definitiv aufsteigen. Wenn man das Relegationsspiel dann gewinnt. A-Jugend. Absteigen. Der B-Jugend. Also im guten Mittelfeld. Und ja. Schaltet auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder ein. Da geht's gegen den BVB. Und den Endspurt. Und dann mal schauen, ob wir noch Trainer vom SV Werder Bremen sind. Oder ob es dann vielleicht auch noch ein anderes Team geben wird, wo uns interessiert oder wo man ein Angebot bekommt. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Speichern wir das Ganze hier mal. Und ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht fallen euch auch ein paar Spiele ein oder so, wo recht günstig sind, erschwinglich. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, auch auf ein Abo, dass ihr da auf keinen Fall mehr eine neue Folge verpasst. Und an dieser Stelle sage ich mal ciao. Danke fürs Anschauen und bis dann.